Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Plays Dark Souls Remastered, Episode Nummer 13. Wir hatten beim letzten Mal einen ganz üblen Fail gehabt beim Rückweg. Ich muss doch schnell meine Seelen holen. Ich hoffe, ich bekomme die jetzt. Und ja, ich hoffe mal. Ja, die sind super positioniert. Dankeschön. Seelen, Seelen, Seelen. Okay. Oh. Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. So. Hallo André. Tschüss André. So. Gut. So, dann düsen wir jetzt mal wieder hoch zum Feuerbannschrein. Gibt es hier eigentlich sowas wie eine Schnellreise? Ich hoffe, das kommt irgendwie bald. Mir vorstellen, dass das dann irgendein Item sein wird, weil ich habe kein Startmenü, keine Karte. Gut, ich habe keine Karte. Vielleicht gibt es genau deswegen keine Schnellreise. Ja, das ist immer ein bisschen unangenehm, sowas. Pieks. Ja, ich möchte nicht die ganze Zeit nur mit der schweren Angriff hier da rumfuseln. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Langschwert, okay. So, 3500? Ist doch auch schon eine gute Summe. Okay, ich habe das hier ein bisschen kaputt gemacht. Der da hinten kriegt es natürlich sofort mit. Und die hier sind so ein bisschen taub. Kann das sein? So. Dieser Gegner, der mich ja schon mal ein bisschen fies erwischt hatte. Eine Konzentration und dann sollte es gehen. GG. 200? Ich bekomme von denen auch 200, genauso wie von diesen komischen Kristallgolems. Ich bekomme die wesentlich schneller platt. Oh, verdammt, jetzt habe ich gleich zwei von diesen Viechern. Oh, schön. Sprungangriff komplett gekontert. Schön. Fängt ja gut an. Double? Deine war sogar ein Kill. Au! Ja, Schild die ganze Zeit halten. Kann auf Dauer natürlich auch nicht gut sein, logischerweise. Kleine Scherbe. Sehr cool. Und wir haben jetzt 4000. Ich muss doch nicht mal eins der Seelenbatterien antasten. Ich kann mir jetzt meine Heilung endlich holen. Womit ich so ein bisschen meine Estus-Flakons ein bisschen sparen kann. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Plan. Unten war ich schon. Da kam ich ja zu diesen vielen Kisten hin. Stimmt, wo ich auch noch gucken könnte, ist jetzt, ob ich bei diesen Schädeln dahin, bei den Skeletten da jetzt was machen kann. Oh, hello. Miracles, I presume? Yes, I know. Ja. Gegenstand kaufen. Genau, Rat suchen. Heilung, genau. Heilung möchte ich. 4000. Schon echt übel. So, stellt TP wieder her. Genau, das hatte ich auch schon mal gelesen. Ich brauche 12 Sterne. 12 Sterne. Einmal kaufen. Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Der Glaube erhöht die Effektivität, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Ich muss mal gucken. Ist Glaube dieser komische Stern? So, ich habe hier jetzt gerade sehr viele Punkte. Zauberei einstimmen. Genau, das hier ist jetzt neu. Nee, ich habe noch keine... Ich brauche noch einen Willen. Mit 5 Aufladungen. Okay. So, wieso ist das jetzt nicht aktiv? Oder muss ich wirklich erst den einen Willen haben? Ich
verstehe es noch nicht so ganz. Hä? Sollte ich jetzt nicht eigentlich die Zauberei drin haben? Was mache ich falsch? Ach so, ich hätte es nochmal extra bestätigen müssen. Okay, aber jetzt ist es blockiert. Okay. Ja, da geht noch gar nichts. Okay. Aber wenigstens habe ich jetzt Heilung schon mal drin. Das ist schon mal sehr gut. Well, what are you going to do? I've already decided. I don't really care. I'm simply crestfallen. Das ist aber nicht gut. How did that nutty sorcerer make it back? Unexpected. But I suppose stranger things have happened. Hmm? What now? I'm not up for chatting. Leave me alone. Okay, ich hau ja schon ab. Goldie. By the Lord. Your face. Your humanity is really slipping. But there are methods. Most fools have more humanity than they know what to do with. Now, who do you imagine will make the best use of it? Sag du es mir? You again. What is it? Our futures are murky. Let's not be too friendly now. Hat mir den Text schon mal? Ja, okay. Ja, ich hatte mit der Konsumierung der Feuerhüterin-Seele 5 Einheiten da oben bekommen. 5 Menschlichkeitseinheiten. Das heißt, diese Feuerhüterin ist gefüllt von Seelen. Dein Blick geht direkt dahin. Das gefällt mir gerade gar nicht. Kann man den angreifen? Weiß nicht. Ist das gewollt, dass man den angreift? Weiß es wirklich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Stimmt, wir haben ja unten dieses Neulondo. Da könnte man vielleicht noch hin. Aber ich würde jetzt ganz gerne mal drüben bei den Skelettis da mal durchprobieren. Mal gucken, was da so geht. Hä? Wer oder was schnarcht? Du nicht. Falschrichtung irgendwo von da oben. Könnte es das Nest da oben sein, aber macht keinen Sinn irgendwie. Weil da kommt man ja gar nicht ran. Okay, das war seltsam. Hast du dazu irgendwas zu sagen? What now? Nein. Hat er nicht. Aber wie soll man da oben rankommen? Geht ja gar nicht. Jedenfalls nicht ohne Cheesen und Cheaten und sonst wie was. Keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Cheaten möchte ich nicht. Deswegen würde ich sagen, ich ziehe einfach erstmal hier durch. Ich will mal wissen, ob ich jetzt hier unten noch lang komme. Ah, Skelette. Hallo. Ihr habt mich ja beim letzten Mal ja ganz schön auseinandergenommen. Oh, dass immer 2 kommen müssen, ist ein bisschen unangenehm. Oh, ich mache immer noch sehr wenig Schaden. Ich mache wirklich wenig Schaden. Ich mache wirklich sehr wenig Schaden. Kann es sein, dass die nicht die Treppe hochkommen? Doch, verdammt. Ah. Ja, sein können, dass die durch eine unsichtbare Barriere gehindert werden, hier hochzukommen, aber anscheinend wohl nicht.
Wow, no, 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 no. Okay, der springt runter. Finde ich gut. Meine Ruhe hier mit dem einen. Okay, für 50 Seelen? Wie billig ist das denn? Na toll, für 50 Seelen muss ich mich so anstrengen für diese Viecher. Vergiss es. Ich bin definitiv noch nicht fit für dieses Gebiet. So, wie komme ich jetzt hoch ins Nest? Da oben muss ja was geschnarcht haben. Oder war das von hier hinten? Das kann auch sein. Mein Gut, hier ist eine Wand. Das kriegt man nicht auseinander. Hätte ja sein können. Aber wie soll man dann sonst da hochkommen? Es geht ja gar nicht. Doch, irgendwie muss da was gehen, weil da auf dem Dach ist ja auch irgendwas. War ja so ein Item. Ja, wenn man Kreis drückt und dann nach hinten kugelt quasi. Okay, okay, okay. Keine Ahnung, wie das hier gehen soll. Ich meine, da sind auch Treppen, die nach oben führen. Also anscheinend gibt es dann irgendwann noch einen Weg da hoch. Wer weiß, wie lange ich da warten muss. Falsche Richtung geschaut. So, Bezirk der Untoten. Was will ich hier eigentlich? Ja gut, farmen ist immer gut. Ja, jetzt will ich zu gierig werden hier. Eieiei. Ja, die... Oh Gott, die Wand hat mich genervt. Ich dachte, der kommt da nicht durch. Aber klar, es sind ja Gegner. Die Gegner kommen ja immer durch Wände. Ah ja, jetzt heilt er sich. Ah ja, jetzt habe ich wieder keine Chance gegen die. Ja, super. Ah, verdammt. Ja, das war's. Ja... Super! Oh Mann! Das ist frech. Das ist richtig frech. So, ich möchte meine Seeleneinheiten da oben wieder haben. Oder Menschlichkeitseinheiten. Keine Ahnung, wie man das da oben nennt. Ja, ich würde schon sagen, dass das Menschlichkeiten sind. Ich weiß allerdings auch nicht, wie man die da oben immer voll bekommt. Weil die scheinen ja so relativ random zu leveln. Ich meine, wir bekommen zwar ab und zu Menschlichkeiten als Items, die wir zum Heilen nutzen können, aber ich nutze die nicht zum Heilen. Ich, ja gut, die könnte ich eigentlich auch mit ins Inventar hinzufügen. Weiß ich aber nicht, wie clever das eigentlich ist. So, meine Seelen. Tja. Okay. Ich muss mir definitiv noch irgendwie einen Plan überlegen. Ich muss noch mindestens ein Level machen für Wille. Wie kommt man darauf? Das von hier irgendwie... Nein, ja, rein theoretisch. Oh ja, von hier aus vielleicht. Nein, geht nicht. Das geht definitiv nicht. Okay, das brauche ich gar nicht erst versuchen. Das geht nicht. Ja, keine Ahnung. Gegen die Skeletti-Heini habe ich keine Lust. Vogel. So, das heißt, ich gehe jetzt nochmal heilen. Und dann gehe ich da oben nochmal lang durch diese Kanalisation oder was das da war. Hä? Wo kommst du jetzt her? Das Vieh hat mich jetzt hier gerade echt gestört.
Wahrscheinlich konnte ich es genau deswegen nicht akzeptieren. So, weg mit dir. Ja, jetzt leuchtet's wieder. Okay, ich dachte schon. Irgendwas verbuggt oder so. Schon ein bisschen Angst gehabt gerade. So, dann wollen wir jetzt erstmal nach da oben. So, hallo, du kommst schon mal runter, finde ich gut. Boah, was für eine doofe Stelle. Dass er mich genau da trifft. X. Naja, weg mit den Item, ne? Ja, der ist weg. Ja, so ein verdammten Tuch hier. Was soll ich mit dem Quatsch? Kann's nicht wirklich gebrauchen. Ratte? X. Geht schon klar. Okay. Stimmt, da hinten war ja auch diese Moosfrau. Genau, und wenn ich hier weitergehe, da gab es ja noch einen Raum, wo es auch so einen Schatten gab. So einen Nebelwand gab. Tach und tschüss. Stopp der Untoten. Ja, ich muss nach unten. Vielleicht geht's da weiter. Vielleicht ist da auch einfach ein neuer Boss. Das kann alles sein. Okay, nichts weiter. Okay, schauen wir uns mal um. Genau, hier war noch eine Tür, die wir wahrscheinlich irgendwann aufmachen können. Schauen wir uns mal an. Was haben wir hier? Hier gibt es erstmal einen Dieb. Der schmeißt mit Messern. Okay. Hat auch irgendwie Sinn. Cool. Die sehen echt aus wie der Tod. Also hier dieser Kapuzenheini da. So, genau, da oben. Oh, Hund. Autschen. Was? Okay, wenn die Kamera so doof hinter dieser Nebelwand ist. Habe ich solche Effekte? Ich kann ja noch gar nicht. Ah. Oder ich mache irgendwas falsch, kann auch sein. Habe ich irgendwie Items-Technisches, was ich nutzen kann? Nein, ich habe nichts. Schade. Okay. Ja, ich würde sagen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Gehen wir rein. Ziegendämon. Du hast zwei fette Schwerter und Hunde. Ein bisschen unfair, oder? Ja, genau. Wie soll man das dann schaffen? Ich sehe nichts. Ich habe verloren, weil ich nichts gesehen habe. Ich habe es einfach nicht sehen können. Wie hätte ich darauf reagieren sollen? Wobei, jetzt sind meine Menschlichkeitsattributspunkte wieder weg. Einfach alles weg. Echt jetzt? Jetzt weichst du auch noch aus. Pech. Oh, der blockt jetzt.
So, das haben wir schon mal gut geschafft. Ja, ich denke, hier kommen wir inzwischen schon relativ gut durch. Die Ratte bekommen wir auch schon easy hin. Gut, der war nie wirklich schwer. Okay, aber ich möchte diesen Ziegendämon platt machen. Ich habe keine Ahnung, ob wir den überhaupt schaffen können. Vielleicht ja, aber wahrscheinlich auch nein. Aber das Nein liegt dann eher daran, weil die Hunde im Weg sind. Ich muss erstmal die Hunde loswerden. Bomben könnten vielleicht helfen. Habe ich noch eine Bombe? Nee, ich hatte ja gar nichts mehr. Ich habe die ja alle ausgegeben schon. Also Bombenbonus habe ich schon mal keine. Der lebt noch? Okay. Au! Okay, du machst Blutungsschaden. Übel. Weil ich jetzt schon wieder Schaden habe und jetzt schon wieder ein Estus-Flakon verbrauchen muss, ist natürlich auch unschön. Aber ist jetzt so. Ich hoffe, die Seelen werden hier draußen nicht hingepackt. No! 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 Nein! Oh, unnötig, 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 unnötig. So unnötig. Ich würde gerne meine Seelen einsammeln. Danke für nichts, Spiel. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man hier beikommen soll. Okay, ich bin in einer Sackgasse. Ich kann nichts reißen. Ich schaffe hier nichts gerade. Meine Menschlichkeit, Seelen und so sind weg. Da ist jetzt wirklich nichts mehr zu holen. Ich habe einen Heilungszauber, was ich nicht wirken kann. Ich bin gerade echt ziemlich im Eimer. Unschild. Ja, super. Ich meine, ich kann versuchen, noch weiter zu brutforcen. Ja, vergiss es. Ich werde ja schon zu ungeduldig bei diesen Mobs hier. Das ja, das ist ja wirklich unangenehm. Ja. Ja, schade. Schade, schade, schade. Ja, aber was mache ich jetzt bei dem... Der Weg dahin ist ja prinzipiell schon mal nicht so schwer. Das geht ja einigermaßen klar. Ein Ziegendämon? Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden wir bei dem überhaupt machen. Ich habe null Plan. Die Hunde, die sind definitiv sehr nervig. Sind schnell und nervig. Plus der Raum ist zu eng, um überhaupt kämpfen zu können. Ich brauche einen gewissen Platz, weil sonst... Ja, ich stolper über meine eigenen Worte. Sonst schlage ich gegen die Wand, weil, ja, ich bin halt Spieler und Spieler haben immer Negativpunkte, keine Frage. Ja, immer so. Was kann ich machen? Ja, als erstes müssen auf jeden Fall diese komischen Hunde weg. Weil die dürften nämlich am meisten Probleme machen. Mach mir hier schon Probleme. Ja. Ganz bugfrei geht ja nichts hier, ne? Ja, aber... Ah. Ja, ich würde ganz gerne mal
Zu lang, um zu wissen, was ich an Schaden mache. Aber ja, geil, ich kann wieder nichts machen. Alter, hier sind zu viele Hunde. Nee, hier kann ich nichts reißen. Ich brauche hier wahrscheinlich irgendein Item, um die zu beruhigen. Irgendwie, keine Ahnung. Oh Gott, was? Okay, wenn man das ja nicht schaffen kann, wo soll ich jetzt noch hin? Ich bin auch noch nicht stark genug, um die einfach mal eben alle zu machen. Ich meine, ja, prinzipiell würde ich gerne so angreifen wollen. Dafür ist dieses Schwert zu schwach. Das andere, was ich besitze, ist auch nicht wirklich besser. Gut, ich habe mein XXL-Schwert, den würde ich ganz gerne verwenden wollen. Allerdings brauche ich dafür erstmal sehr viel Stärke-Attribute. Was bedeutet, ich muss erstmal gut leveln. Was auch bedeutet, ich muss sehr viele... Autsch. Seelen farmen. Oh, ist doch nicht dein Ernst. Ich werde von diesen Viechern genervt hier. Super, jetzt schon wieder Schaden bekommen. Von diesen kleinen Pennern. Pech. Wow. Wow. Einfach nur wow. Okay. Bin ehrlich, ich bin so ein bisschen in der Verzweiflung nahe. Ich muss irgendwie weiterkommen. Aber ich schaffe es nicht. Ich habe keine Möglichkeiten. Das Problem sind die Hunde. Ich habe noch absolut keine Ahnung, strategietechnisch, was ich gegen den Ziegenhai niedermache. Absolut kein Schimmer. Du lebst noch. Oh. Ich will nicht auf dem Weg dahin schon immer Estus-Flakons verwenden müssen. Gut, das Problem ist, die Flasche braucht zu lange zum Konsumieren. Ist da irgendwie eine Methode, um das schneller zu machen? Wird es bestimmt geben. Muss es geben. Okay, das war schon mal gut gepiepst. Okay, und wieder rein. Wow, ich piekse und es passiert einfach nichts. Ich habe den Dämon nicht ein einziges Mal bisher Schaden zugefügt. Ich weiß noch nicht mal, wie viel Schaden ich bei dem mache. Schade, ich kam die ganze Zeit so gut voran. Aber hier an dem scheitere ich. Oh, verdammt. Okay, Leute, ich mache hier Schluss. Ich danke wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!